So, liebe SWN-Zuschauer, also heute beginnen wir unseren Rundgang durch Schweinfurt im Februar und schauen wir, ob das wirklich stimmt. Stadt Schweinfurt, die Stadt der toten Dichter und der langen Gesichter. Schauen wir mal. Wir wollen also heute mal schauen, wie viele Leerstände gibt es denn in Schweinfurt? Was ist los hier in Schweinfurt? Wie hat sich Corona ab Schweinfurt ausgewirkt? Das Weltbio, ich denke, eines unserer ältesten Kinos, kann das sein. Und die Gaststätte zur Straßenbahn ist ja schon ewig zu. Und jetzt laufen wir mal Richtung Marktplatz. Da ist natürlich, sollte mal ein Zentrum reinkommen. Jetzt stehen halt da Autos drin. Alles leer unten drin. Da war mal die Idee, kleine Start-up-Unternehmen anzusiedeln. Oder so ähnlich ebenfalls. Weiß nicht, was da im Moment Stand der Dinge ist. Ich will da auch nichts Falsches sagen. Also schauen wir mal, was da rauskommt, wie das sich weiterentwickelt hier. Ich habe gesehen, dass da Bauplatten stehen. Am Ende könnte es sein, dass hier auch schon was im Gange ist. Und ich das nur nicht weiß. Da liegen wieder die blöden Corona-Masken rum. Die Schnauzenschoner. Da stehen immer noch die Kabeltrommeln rum. Hat jemand. Ja. Also hier ein Blick gegen die Sonne. Also heute ist alles ruhig, ist Sonntag früh. Es ist 9 Uhr. Schweinfurt schläft. Die Impfbanane. Da wollten sie auch schon was draufkleben. Das wäre mal so ein Glänzlädchen für uns gewesen, gell, für SWN-TV. Aber ja, kriegen wir nicht. Das hat mir gefallen. Vor uns die Heilige Geistkirche ganz vorne. Für die Leute, die Schweinfurt nicht kennen. Ein Blick über den Marktplatz. Die Metzgergasse in Schweinfurt mit dem berühmten Streifen da im Pflaster. Nicht schön, aber praktisch für Rollstuhlfahrer und so, aber aussieht tut es ja echt nicht schöner. Hier haben wir also schon einen Dauerleerstand, weiß gar nicht wie viele Jahre. Schon hier nichts mehr ist, niemand mehr drin ist. Ja. Sieht auch dementsprechend aus, die Farbe platzt schon ab. Naja. Linke Seite ein weiterer Leerstand. Die Stadt Schweinfurt hat ja angekündigt, dass im Jahr 2022, dass also viele Attraktionen laufen werden, viele Festlichkeiten, viele Veranstaltungen, die also die Leute animieren sollen, wegen zu bummeln in Schweinfurt, in die Geschäfte zu gehen. Damit der Einzelhandel auch ja, wieder ein wenig aufblüht. Durch Corona bedingt sind natürlich auch einige Geschäfte hier kaputt gegangen. Und ja, das ist ja ganz schlimm. Das Corona ist ja bald wieder Stadtverderben. Also schauen wir mal weiter, was noch sich getan hat. Hier in der Also ein kleiner Einblick. Man dürfte euch nicht wundern, dass als die Stadt jetzt so leer ist. Na, wer läuft schon Sonntag früh um 9 Uhr? Wohl bei schönstem Wetter. Aber wer läuft schon früh um 9 Uhr durch Schweinfurt? Ne? Nur ich. Und da vorne noch einer. Diese Läden sind also auch schon länger leer. Da hat mir jetzt, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ja, wenigstens die Schaufenster dekoriert, dass es nicht ganz so leer aussieht. Aber leer sind sie trotzdem.
Aber wie gesagt, die sind auch schon länger leer. Da gibt es auch wieder mal ein neues Geschäft. Ist gleich das Haus angestrichen worden, sieht doch schön aus. Sowas braucht man. Ich gehe also jetzt auch nicht in die Außenbezirke, sondern nur in der Stadtmitte und mal gucken, was sich hier so tut. In die Außenbezirke sieht es natürlich noch viel schlimmer aus. Mit den Leerständen und so. Da drüben rüber schauen, da sind natürlich auch noch sehr viele Sachen leer in dem Gebäude. Ein Blick zum Fischerein. Da kann man Eigentumswohnungen kaufen, frisch saniert. So, ein Blick Richtung Rossmarkt. Heute ist bis jetzt nicht ganz so viel Dreck auf der Straße wie bei meinem letzten Rundgang. Es hält sich noch in Grenzen. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Also hier ist der Rossmarkt bei schönem Sonnenstrahl. Hat mir ja schon lange nichts mehr, dass die Sonne scheint. Und es kommt auch schon der erste Bus. Da kann man sehen, da ist nichts mehr drin. Das ist auch leer. Seit 1989 ist er vielleicht wieder umgebaut, oder? Da kann ich jedenfalls durch, guck, nichts mehr drin. Ja, und da, hier sieht man es also schon. Wasserschaden. Wegen Wasserschaden vorübergehend geschlossen. Alter, das wird wieder aufgemacht. Na Gott sei Dank. Da freue ich mich ja. Also das war ja auch mal ein Leerstand. Inzwischen ist hier ein Friseur eingezogen. Liebe Gäste, wegen Krankheit geschlossen. Da können wir uns schon denken, was für Krankheit. Also auf jeden Fall ist der Leerstand weg. Also hier am alten Postplatz oder Georg-Wichtermann-Platz, Neudeutsch, hat es ja nicht viel getan. Ist ja prima so. Ich bin immer froh, wenn sie nicht viel tut. Oder zumindest im positiven Sinn, dass vielleicht Leerstände aus der Stadt verschwinden und neue Geschäfte einziehen. Das ist natürlich immer ein positives Zeichen. Ein Blick in die Kesslergasse. Jetzt haben wir die höchsten Inzidenzzahlen, wie schon lange nicht mehr. Wir liegen ja bei 1400, 1500 oder so. Und wenn man deutschlandweit guckt, sterben also immer noch jede Menge Menschen. Und die Krankenhausbelegungszahlen gehen also auch nach oben. Und trotzdem wird also demnächst alles gelockert. Ja, hat man sich an Corona vielleicht schon gewöhnt. Viele Menschen sagen, naja, wird so kommen wie die Grippe, gell? Mit dem Flickerlteppich, da sauge ich nichts mehr heute. Das habe ich schon bei jedem Film inzwischen angesprochen. Aber ich glaube, muss man heute nichts mehr. Der ehemalige Kupsch. Das habe ich damals schon gesagt, das wird wahrscheinlich ein ewiger Leerstand bleiben. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. So, also hier auch ein Leerstand. Gerade sind wir besoffen. Ja, nachdem er Russisch gesprochen hat, entgegengekommen und hat laut gesungen und geschrien. Am Sonntag früh um 9 Uhr. Da legst du mich nieder. Also hier auch. Zwei Leerstände zu vermieden.
Hier unsere große Schweinfurter Einkaufsmeile. Früher war da ja mal der CNA, der ja ins Stadtgalerie umgezogen ist. Mal schauen, was sich da die nächsten Jahre noch tut. Jetzt, nachdem wir ja Corona einigermaßen im Griff haben, so wie es aussieht, nach den Zahlen ja eigentlich nicht, aber alle reden davon, dass wir es im Griff haben. Jetzt kommt natürlich die Gefahr mit der Ukraine. Die Amerikaner haben alle aufgefordert, ihre Landsleute die Ukraine zu verlassen und viele andere Staaten auch, auch darunter auch Deutschland. Und ich hoffe nur, dass es keinen Krieg gibt in der Ukraine. Also hier wieder das berühmte Grundstück. Ja. Mensch, Leute, können wir doch mal was draus machen, oder? Da. Mahlzeit. Ich weiß nicht, muss denn das jahrelang so rumstehen, das ganze Zeug? Ich weiß nicht. Wir sind ja ein reiches Land, oder? Man kann da mal was rein machen. Wohnungsnot haben wir ohne Ende. Der baut halt da mal was rein, verflixt nochmal. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich laufe da jedes Mal vorbei und jedes Mal sieht es schlimmer aus. Ob da noch was drin ist, naja, schauen wir mal. Ja, also die neue Hadergasse, wo ja früher mal das Barkas gestanden war für Leute, die ausgewandert sind nach Schweinfurt. Hier stand ja das Barkas Hadergasse, wurde ja umgebaut vor Jahren. Und hier ist also unser Gefängnis hier in Schweinfurt, die Justizvollzugsanstalt. Da sieht man mal den Höhenunterschied, gell? Was man in Schweinfurt ab und zu mal bewältigen muss. Also auch ein kleiner Laden zu vermieten oder zu verkaufen. Aber ich glaube, das steht schon länger leer. Naja, für Behinderte ist das auch nichts so mit der Treppe, gell? Ach Gott. Und für alte Menschen so wie mich auch nicht. Pfui Teufel, da geht's da rauf. Da ist auch so ein kleiner Laden leer. Da drüben ein Laden leer. Da auch leer. Also ein bisschen spiegelt sich die Stadt Schweinfurt drin. Ich weiß nicht. Ob da noch was ist, keine Ahnung. Schöne Schaufensterdekoration. Das ist die Schweinfurter Wandzeitung. So, wieder ein Leerstand. Ein Stück weiter gleich das Roxy-Kino, das schon 100 Jahre leer ist. Wie die Stiefel mit ihrem Frost abkriegt. Da wird gerade renoviert. Mal schauen, was da reinkommt. Auch eine wunderschöne Schaufensterdekoration. Na, das Ding ist auch schon ewig leer. Ja. Meine, für 50 Euro im Monat können wir SWN-TV reinmachen. Ja. Da drüben also auch ein Leerstand. Mein, hier tut sich natürlich was. Bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn es mal fertig ist. Freue ich mich schon drauf. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Sind wir mal ganz gern mal essen reingegangen. Aber merkst du, ich bin halt doch nicht so oft mehr in Schweinfurt, muss ich auch zugeben.
durch Corona hat sich ja das ganze Verhalten etwas verändert. Man ist nichts mehr so oft in der Stadtmitte wie vielleicht früher, wo man so durchgebummelt ist. Heute überlegt man sich, ob man in die Stadt, in die City, in Downtown reinfahren muss. Das war einmal der Ausgang vom Roxy Kino. Ach Gott, was habe ich da drin für Stunden verbracht, gell, in diesem Kino. Und heute, ja, schon seit ewiger Zeit closed. Wieder ein Leerstand. Wieder bin ich richtig. Sogar wieder ein größerer Leerstand könnte das sein. Ich guck mal um die Kurve rum. Ja, jawohl, ein größerer Leerstand. Also wer Lust hat, kann sich da noch einmieten. Mein Problem ist halt immer, ihr wisst ja, ich bin groß, schwer, breit. Und ich finde halt zum Anziehen immer ganz schwer, was in Schweinfurt. Und wenn ich technikmäßig irgendwas brauche, ja, dann gibt es halt auch nichts. Und da gibt es für mich immer wenig Gründe, in die Stadt reinzufahren. Höchstens, wenn es mal eine Veranstaltung gibt oder sowas in diese Richtung. Ich finde es eigentlich schade, weil früher, ich kann mich erinnern, also an meine Jugend, jetzt kommt wieder das Thema, ja, früher war alles besser. Aber früher, na Gott sei Dank, kein Amazon gegeben und keine Versandhäuser, Internetversandhäuser. Da haben wir noch viel in Schweinfurt geholt. Beim Grönlein oder so, Grossberger, wie die alle geheißen haben. Und da haben wir uns auch bei C&A und so auch eingekleidet. Oder beim Wörl. Aber heute, ja, naja. Für den Wörl reicht man mal Geld nicht. Und der C&A, ehrlich, der hat einmal weniger im Angebot. Jetzt am Donnerstag war ich drin. Da war ja, mein Gott, wenn ich an den C&A früher denke, auf ein paar Stockwerke und was hat er alles gehabt, von Kostümen und Anzügen und heute, das wird immer weniger, gell. Dann fragst du sie noch, ja, brauchst du das, ne? Da ist anscheinend ein Leerstand, ne? Da wird aber bloß was ausgestellt. Also was mir so auffällt in der Fußgängerzone, gibt immer mehr so Körperpflegesachen, so Nagelstudios und ja, weiß Gott was alles. Und Fressbuden. Ach Gott. Ich zeige euch jetzt nicht jeden Imbiss, den es hier gibt in dieser Straße. Da ist gerade einer hinter mir gelaufen und plötzlich schreit er mich an. Da denke ich, wieso schreit er mich jetzt auch? Geht's aber langsam los. Ne? Und er hat gebrüllt. Denke ich, ne? Hab mich rumgedreht. Hab zu einer kleinen Hassball was oder was. Hast du ein Problem? Bis ich gemerkt habe, dass er telefoniert. Ne? Dass er mich gar nicht gemeldet. Echt du. Aber lauter Schimpfwörter und lauter so Zeug. Ne? Habe ich echt betroffen gefühlt. Sieht auch sehr leer aus. Oh, auch leer. Der Gesprächslauten, die sind glaube ich umgezogen, gell? Das sieht natürlich auch schön aus. Jetzt wollten wir doch in Schweinfurt einen Radiokauf für unseren Smarty. Und da gestern in den Elektronikladen rein. Oder wie man bei so einem Zubehörladen für Autos. Da kriegst du gesagt, sie haben nur noch 2-3 Radios. Und dann frage ich, warum? Hört ihr auf mit Radios? Nö, es gibt zurzeit keine Radios wegen Chipmangel. Ja, da legst du mich für du. So habe ich halt überhaupt nicht gehört. So lange wie ich ja lebe. Früher haben sie es zugeschmissen mit ihren Dingen. Heute kriegst du kein Radio wegen Chipmangel. Ja, da.
wie das weitergehen soll. Also auch hier Leerstand. Aber das ist schon länger leer jetzt. Passagelaube geht dort hin, die ja schon ewig leer steht. Vorne links. Na gut, das steht aber auch schon lange leer da, gell? Das ist auch schon ewig langer Leerstand. Naja. Da eine neue Öffnung. Die ersten Leute kommen schon zum Schnelltest. Gerade ist aus zweiter Hand. Wenn du so in die Scheiben reinguckst von der Immobilienhändler, was allerweil so die einfachen Häuschen kosten, da muss bei einer normalen Arbeiter oder Arbeiterin lang dafür stricken. Mein lieber Schwan. Früher, wenn du so viel Geld gehabt hast, warst du schon halbe Millionär. Heute musst du für dein Wohneigentum schon so viel ausgeben. Du. Hier sind da drüben mal ein paar kleine Bagger ausgestellt. Ja, da scheint auch nichts mehr viel zu sein. Weiß Gott, was da los ist. Alles leer innen drin. Weiß umgezogen oder was. Kann ja sein. Mein, schön sieht es auch nicht aus da, gell? Schön sieht es auch nicht aus. Schön geht anders. Schweinfurt findet statt. Ja. Mal ein paar Bilder von mir reinstellen. Das ist schon ewig. Ewiger Leerstand. Da ist auch schon eine ganz schöne Zeit leer. Da bröckelt schon alles von der Wand. Da wird gerade umgebaut. Ja, sieht aber auch irgendwie leer aus. Oh, wahrscheinlich wird er gerade umgebaut. Massagen und Körperpflege, wie gesagt, haben wir genug. Auch Bäckereien, wer braucht das so viel? Was wir bräuchten, wäre mal ein Laden, so mit Alleinstellungsmerkmal in Schweinfurt, gell? Ich bin ja mal gespannt, wie das alles in 10 Jahren aussieht hier in Schweinfurt. Ich hoffe, ich lebe noch so lange, dass ich sehen kann, wie sich das alles entwickelt hat. Weil ich glaube, Schweinfurt ist gerade, oder hat die ganze Städte sind in großen Umbau. Die Gesellschaft verändert sich. Unser Einkaufsverhalten hat sich verändert, auch durch Corona noch mehr. Und ich bin mal gespannt, wie das alles so in 10 Jahren aussieht. Was sich da getan hat, was sich da verändert hat. Und dann werde ich mir meine alten Filme, die ich gemacht habe, über die Fußgängerzone, über die Leerstände, werde ich mir dann rausziehen. Und dann werde ich sagen, ja, guck, so hat es früher ausgeschaut. Die Festparkette wird hergerichtet. Heute mal bei schönstem Wetter. Letzten hatten wir, wo wir da waren, hat es ja geregnet. Heute scheint die Sonne. Ist natürlich die besten Voraussetzungen für die Festparkette im Freien. Was mit dem Gebäude passiert, da bin ich mal gespannt. Da wird sich auch die nächsten Jahre zeigen, wie sich das hier weiterentwickelt. Ja. Soll ja abgerissen werden. Schauen wir mal. Was mir auch auffällt, in Schweinfurt gibt es jede Menge solcher Barbershops. Ja, die schießen ja aus dem Boden. Ja. Da der Bayerische Rundfunk, du leckst mich am Arsch. Du. Der hat ein Büro. Du. Was haben wir? Nix haben wir. Nix. Für uns ist alles so teuer. Ja, die werden natürlich von jedem Mann finanziert. Die haben das einfacher wie wir. Wir sind angewiesen auf Werbung und auf Spenden, Unterstützung von Menschen, die uns mögen. Die haben das einfacher, gell? Ob man die mag oder nicht, die kriegen ihr Geld. Ja, lassen wir es. Haus zu vermieten, das ist aber auch schon lange leer. Da tut sich gar nichts. Aber ehrlich, ne, mir hätte das auch laut nachgefallen. Ne? Aber das ist einfach, das können wir uns nicht leisten. Das neueste Geschäftsmodell scheint das zu sein,
Schnellteste zu machen. Das scheint ein riesen Geschäftsmodell zu sein. Aber wenn du es guckst und so laut leer steht oder was, überall tun sie so Schnellteststationen rein. Ja, ein sicheres Einkommen, gell? War ich wieder drauf, zack, hätte ich auch machen sollen. Eine Schnellteststation. Muss wenig können. Ja. Das, also das sieht ja aus, ne? Leute, ne? Leute. Da kriegst du ja Angst, so. Da ist auch alles so. Ein wenig Werbung in den Fenstern. Naja, immerhin, ne? Sieht nicht ganz so trostlos aus. Aber guckt euch mal an. 5.250 netto Kaltmiete. Na, da bist du ja ein wenig warm, bist du ja locker, weiß nicht, 7.000, ne? Weiß es nicht. Können wir ja korrigieren, wenn es nicht stimmt. Das musst du vielleicht mal reinholen, gell? Mit ein paar Klamotten oder so. Du musst dir genau überlegen, da, ob das sich trägt. Das sag ich ja. Das ist für SWN TV außerhalb jeder Reichweite. Und vielleicht für viele andere auch. Manche werden jetzt sagen, naja, 5.300 Euro für so einen Laden mitten im Zentrum und so, das ist ja eigentlich günstig. Ja, musst du bald erst mal haben. Ne? Und das jeden Monat. Und durch Corona kommen ja immer weniger Leute in die Stadt. Oder was ist denn da reingekommen? Ein Bäuschlein, ist da was drin? Ah ja, okay. Wir führen nach Übergrößen. Ja, das ist doch mal was da. Hab noch gar nicht gesehen. Ja, also gut. Werden wir das nächste Mal reingucken bei Übergrößen. Dem Rauras geht ein Licht auf da oben. Ja. Also jetzt mal ehrlich, zu meinem letzten Rundgang hat sich nicht viel getan. Ich habe ein paar Läden gesehen, die neu besetzt sind. Ich habe auch gesehen, dass nicht ganz so viel Müll heute rumliegt, wie das letzte Mal. Ist mir auch positiv aufgefallen. Natürlich hat die Sonne geschienen. Das ist natürlich zum letzten Mal natürlich auch positiv. Aber sonst hat sich eigentlich nicht viel verändert. Nicht viel verändert. Na, was ist da? Ist da fertig? Wohnraum gesucht. Ach, der wird wahrscheinlich Winterpause haben. Ne? Winterpause. Oder? Weil da Immobilie drin steht. Wäre ja schade drum. Ne? Also ich hoffe es nicht. Ich weiß es nicht. Also nicht, dass ich jetzt Gerüchte in die Welt setze. Vielleicht macht er bloß Winterpause. Aber da Immobilienständer drin steht, dann ja, könnte es natürlich auch sein. Ja, ihr wisst schon. Was ich in Schweinfurt immer nicht ganz verstehe, bei uns wird ja oben gerade in so einer Seitenstraße, haben sie Wasserleitung, Kanal und Breitband wahrscheinlich verlegt. Das geht ja schon seit Mitte letztes Jahres. Und da ist ja noch kein Ende in Sicht. Jetzt wollen sie bei uns da auf die ganze Straße abreißen, die ganze Harald-Lambert-Straße. Und wollen dann die Häuser noch anschließen. Ist ja eine gute Sache, ne? Aber du kriegst ja Panik, ne? Wenn du überlegst, wie lange das alles bei uns in Schwein verdauert, da denkst du ja, hoffentlich erlebst du das noch. Hoffentlich erlebst du das noch, bis das fertig wird dann. Und was ich noch Angst habe, ist natürlich auch, gerade in der Harald-Lambert-Straße, es gibt da so am Wochenende schon keine Parkplätze mehr. Jetzt durch den Umbau von der einen Seitenstraße ist natürlich schon die Bikefläche reduziert. Die Biken schon alle in der Harald-Lambert-Straße weiter höher. Und wenn natürlich da noch mehr aufgerissen wird, ich habe jetzt schon Panik. Oh! Alles zugeparkt. Keine Maus was neu. Da, wenn du Besuch kriegst,
Die können in Schweinfurt am Rossmarkt parken und mit dem Bus rausfahren. Super. Guck, dass ihr mal seht, weil das nicht, dass ich vorhin gelogen habe. Ne? Also großzügiges Einfamilienhaus, ruhig gelegen, naturnah in Schweinfurt, 849.000 Euro, Baujahr 1988. Oder unten, eine Wohnung, meist eine Nettenwohnung, zum Wohlfühlen natürlich, ne? Für 400.000 Euro. Hey, leck mich fett, du. Das sind Preise, du. Oder da oben, du. Liebevolles Ambiente, historische Villa. Saniert, naja gut, 1,7 Millionen, 1,8 Millionen fast. Naja, es ist ja eine Villa, ne? Also, ja. In Schweinfurt, da gibt es ja viele Großverdiener. So wie mich. Großverdiener, du leck mich am Arsch, du. Da können wir ja nicht mal das Klo leisten. Nicht einmal das Klo können wir mehr leisten. Hilfe, Hilfe. Panik! So, liebe SWN-Zuschauer, also jetzt bin ich meinen Rundgang in Schweinfurt beendet und ich bin gefrustet. Bin gefrustet. Hilfe! Na, ich bin gefrustet, echt. Mein Gute, von den Leerständen her, war es jetzt nicht so, dass ich sagen muss, es hat mich jetzt umgehaut. Wir sind so langsam gewohnt, dass es so viele Leerstände gibt. Und es gibt ja viele, die schon lange leer sind. Na, aber für SWNTV habe ich immer noch keinen gefunden, gell? Ja, und wenn du so guckst, ne, also, was ist für Läden, wenn neue Läden entstehen, Barbershops oder ja, Massagesalons oder ja, Bäckereien oder ja, aber brauchen wir denn so viel, ne? Brauchen wir denn so viel Fressbuden oder so? Aber was mir fehlt in Schweinfurt, ist wegen so ein Laden, wo so wegen ein Alleinstellungsmerkmal hat, wo ich sagen muss, das gibt nur ein Schweinfurt, gell? Das gibt nur ein Schweinfurt, da muss ich. Oder ja, irgendwas, wo ich auch mal sagen kann, da gehe ich hin, weil da haben sie auch was für mich. Das habe ich einen Laden gesehen am Marktplatz, da gibt es auch da Übergrößen. Bis 60, du. Also gibt es ja Übergrößen. Da muss ich mal reingucken, ob das so mein Geschmack trifft. Weil ich bin natürlich auch jemand, der nicht alles anzieht, gell? Und ja, ich hoffe, alles und. Michael fragt wieder, ob ich okay bin. Bin schon okay, ja. Er will wieder wissen, ob ich heute Abend auf Demo gehe. Aber heute Abend, ich weiß es nicht. Also gut. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute und hoffe, dass die Stadt Schweinfurt, ja, dass sie wieder so attraktiv wird, wie sie früher in meiner Kindheit war. Weil früher, da sind wir gerne Schweinfurt zum Einkaufen gegangen. Und Mensch, guck mal, ich sehe aus, ne? Ich sehe aus heute bei dem Wind, wenn es so leichter Wind, gell? Also gut, ich wünsche euch was, ne? Warte, lasst euch gut gehen.